Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, nichts geschieht in der Welt ohne göttliche Anordnung oder Zulassung. Nichts geschieht im Laufe unseres Lebens durch Zufall. Gott greift überall ein. Beim Propheten Jesajas lesen wir: Ich bin der Herr und es ist kein anderer, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und das Übel schaffe. Und im Buch des Propheten Amos heißt es: Kommt nicht ein Unglück, das der Herr getan? Und im Buch Ecclesiasticus: Glück und Unglück, Leben und Tod, Armut und Reichtum kommen von Gott. Wir stehen vor einem großen Geheimnis, der göttlichen Vorsehung. Eben alles, was geschieht in uns, um uns, in der Welt, alles geschieht entweder auf Anordnung Gottes oder auf Zulassung Gottes hin. Wir stehen vor dem unbegreiflichen Geheimnis des Bösen, vor dem unbegreiflichen Geheimnis auch des Übels. Und wir sehen es in einem immer stärkeren Maße, ganz offensichtlich, in unseren Tagen, wie sich die Menschen gegen den lieben Gott richten, wie sich die Menschen gegen den lieben Gott entscheiden, wie sich die Menschen in immer schlimmerer Weise gegen alle Gebote Gottes richten. Und nur noch ein Leben der Sünde führen. Warum? Warum greift Gott nicht sofort ein? Gott lässt es zu. Gott lässt eben auch das Böse zu, dass wir Menschen Kraft unserer missbrauchten Freiheit wirken. Ein fürchterliches Geheimnis. Und doch ein Geheimnis, das ganz alltäglich ist seit dem Sündenfall. Die göttliche Vorsehung gilt aber immer. Der liebe Gott zieht sich nicht zurück aus seiner Schöpfung. Er lenkt, leitet und führt alles. In den Tagen von Weihnachten können wir in so wunderbarer Weise betrachten, wie Gott Mensch geworden ist. Wir beten das Kind in der Krippe an. Und es ist dieses Kind, das die ganze Welt zusammenhält. Es ist dieses göttliche Kind, das eben alles anordnet und auch in gewissem Sinne das Übel, das Böse zulassen kann. Aber der liebe Gott ist der Größere. Der heilige Ignatius bringt das in so wunderbarer Weise zum Ausdruck. Deus semper maior. Gott ist immer der Größere. Gott bleibt immer der Größere. Und das, was wir brauchen, ist ein ganz, ganz festes Gottvertrauen. Vielen Menschen mangelt es leider an einem festen Gottvertrauen. Es ist bestenfalls
etwas, was sie wissen, was oberflächlich da und dort gepflegt wird. Aber das Gottvertrauen, eben das sein Leben dem lieben Gott überlassen, das ist die wichtigste Bewegung, die man im Leben vollziehen kann. Es heißt Hingabe. Wir müssen uns dem lieben Gott hingeben. Wir müssen uns dem lieben Gott schenken. Wir gehören ganz dem lieben Gott. Und wenn wir dieses unser Leben nicht für uns behalten, dann werden wir ein rechtes, Gott wohlgefälliges Leben führen. Im 12. Kapitel des Lukas-Evangeliums, im 49. Vers, lesen wir: Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu senden. Und was will ich anders, als dass es brenne? Wiederum ein geheimnisvolles Wort. Ignem venimitere in terram, et quid volo nisi ut accendatur. Der Herr will das Feuer der Gnade in die Herzen der Menschen werfen. Und das ist die große Aufgabe der Kirche. Das ist die große Aufgabe des katholischen Priestertums. Denn nicht für sich selber ist der Priester Priester, sondern für die anderen. Das müssen wir vor Augen haben. Der Priester ist derjenige, der vom lieben Gott dazu bestellt ist, den Gnadenschatz auszuteilen. Und dieses Feuer, dieses göttliche Feuer in den Herzen der Gläubigen zu entzünden, damit sie entsprechend dem Willen Gottes recht und gut, eben Gott wohlgefällig handeln können. Das Feuer der Gnade im Herzen der Gläubigen ist auch eine Notwendigkeit für jedes apostolische Wirken. Die Getauften sind vom lieben Gott dazu berufen, ein inneres Leben zu führen, ein geistliches Leben zu führen und gleichzeitig missionarisch gesinnt zu sein, das weiterzugeben, was sie empfangen haben. Die Schätze des katholischen Glaubens vollständig weiterzugeben. Und um das tun zu können, ist eben das Gnadenleben eine Conditio sine qua non. Eben ohne das Gnadenleben wird kein apostolisches Wirken, kein missionarisches Wirken wirklich funktionieren. Der liebe Gott möchte unser Mitwirken. Die göttliche Vorsehung möchte unser Mitwirken. Wir sehen es, wir haben es gesehen in diesen weihnachtlichen Tagen. Wir betrachten es immer wieder, das ganze Jahr über, in der Gestalt des heiligen Josef, des Schutzpatrons der Kirche, der ein Meister des geistlichen Lebens ist. Er muss sich in Bewegung setzen. Das verlangt der liebe Gott von ihm. Er muss sich aufmachen, um mit dem Kind, mit dem göttlichen Kind und der allerseligsten Jungfrau Maria nach Ägypten fliehen. Der liebe Gott hätte einen ganz anderen Weg, einen viel einfacheren Weg, selbstverständlich wählen können. Aber Gott wollte das Mitwirken des heiligen Josef in dieser wunderbaren Szene, die wir gewiss
oft in der Heiligen Schrift gelesen und auch betrachtet haben. Und was für den heiligen Josef gilt, dem göttlichen Willen eben zu entsprechen und mitzuwirken, das gilt letztlich für alle Christen. Das erwartet die göttliche Vorsehung von einem jeden Christen persönlich, von der gesamten Christenheit auch gemeinsam durch unser missionarisches Wirken in der Kirche. Den Glauben bewahren und sich im Glauben bewähren. Das ist unsere tägliche Aufgabe und Herausforderung. Und wir haben den Glauben immer auch weiterzugeben an die kommenden Generationen. Das ist wesentlicher Mittelpunkt unseres katholischen Seins. Und das ist zum wesentlichen Teil auch die Lösung für alle, wirklich alle Schwierigkeiten, die die Menschen in dieser unserer Zeit heute so plagen. Ein wahres, echtes Leben aus dem Glauben zu führen, das wird alle Leiden, alle Widrigkeiten gut tragen können. Eben, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Leben wird niemals ohne Kreuz verlaufen. Aber darüber hinaus werden all unsere Entscheidungen, all unsere Pläne immer in Verbindung mit dem göttlichen Willen stehen. Und so werden unsere Entscheidungen, unsere Urteile richtige, gute Urteile werden, wenn wir aus dem Glauben heraus handeln. Der Glaube muss unser ganzes Leben prägen. Wir sind 24 Stunden am Tag Christen. Wir sind 24 Stunden am Tag römisch-katholisch. Immer unser ganzes Leben, ohne Ausnahme. Und das muss konkret werden. Die Christen sollen die Seele der Gesellschaft sein. So haben es schon die ersten Christen in wunderbarer Weise eben vor Augen gehabt. Und diesen Geist gilt es zu erneuern. Erst wenn die Christen wirklich wieder die Seele der Gesellschaft sind, wird es einen Umschwung geben können. Und das ist der Weg, den Gott will. Was notwendig ist, ist also Bekehrung. Bekehrung zum wahren Glauben. Bekehrung zum wahren Gott. Bekehrung zur wahren Kirche. Dazu müssen wir die Menschen bringen mit der Gnade Gottes. Das ist der Plan Gottes mit einem jeden von uns. Das erwartet der liebe Gott von einem jeden von uns. Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu senden, und was will ich anders, als dass es brenne? Die Gnade Gottes soll überall ausgeteilt werden. Weil die Liebe Christi uns drängt. Wir Christen brauchen einen wahren Seeleneifer und an erster Stelle die Priester. Ein Priester, der keinen Seeleneifer hat, ist leider, man muss es so sagen, ein lauer Priester. Vielleicht sogar ein geistig toter Priester. Die Sorge um die Seelen.
Das muss im Mittelpunkt stehen, eines jeden missionarischen Wirkens in der Heiligen Kirche. Und es wird nicht gelingen, wenn wir selber nicht brennen, wenn dieses apostolische Feuer, diese göttliche Glut nicht in unserer Seele brennt. Dann werden wir nicht vom wahren Eifer für das Heil der Seelen erfüllt sein. Mit Eis kann man kein Feuer entzünden. Und ohne eigenes, inneres, geistliches, gnadenhaftes Brennen wird man kaum über ein mechanisches, beamtenhaftes Verrichten des Apostolates hinauskommen. Blicken wir auf den heiligen Josef, der sich wirklich sofort aufmacht, nachdem er die göttliche Kunde erhalten hat, sich aufmacht mit dem Kind und mit Maria nach Ägypten flieht. Ebenso sollen wir sofort handeln, wenn der liebe Gott uns ruft. So entsprechen wir in bester Weise der göttlichen Vorsehung. Liebe Gläubige, der liebe Gott möchte von uns, dass wir beitragen, alles Böse, alles Übel auch zu verringern. Gott könnte sofort alles tilgen, aber er lässt es zu. Er lässt es zu für uns. Das ist ein tiefes, tiefes Geheimnis, dass Gott möchte, dass wir armselige Geschöpfe mitwirken. Und es gibt so viele Fragen, wo wir mitwirken dürfen, mitwirken können, ja mitwirken müssen als Christen. Die Priester, dort wo sie eben zu wirken haben, Kraft ihres göttlichen Auftrages in der Heiligen Kirche, die Laien an ihrem Platz. Der Platz des Laien ist ganz bestimmt nicht der Platz des Priesters. Aber die Laien haben ihren eigenen, vom lieben Gott zugewiesenen Platz, um ihr Apostolat zu wirken. In der Familie, an ihrem Arbeitsplatz, überall dort in der Gesellschaft, wo ein Priester ja niemals hinkommen kann. Und wir könnten jetzt ganz viele Beispiele aufzählen. Zählen wir nur kurz auf, auch unvollständig, wo es ganz dringend notwendig wäre, dass es gute, tatkräftige Katholiken gäbe unter den Juristen. Das Gesetz handelt immer ohne den obersten Gesetzgeber, den lieben Gott. Es gibt eine Lostrennung. Man hat das Naturrecht völlig aufgegeben. Man hat die Verbindung mit dem lieben Gott völlig durchschnitten. Die Folgen können nur negativ sein. Denken wir an den Lebensschutz. Vom Augenblick der Empfängnis bis zum natürlichen Ende des Lebens hier auf Erden. Wie der menschliche Gesetzgeber hier gegen den Willen Gottes ganz eindeutig handelt und das Böse wirkt. Gott lässt es zu. Aber Gott möchte, dass der Mensch handelt. Und Gott verpflichtet sogar, uns Christen zu handeln. Wir müssen es tun.
wie Gott auch Herodes den Großen zugelassen hat und in geheimnisvoller Weise den Kindermord von Bethlehem zugelassen hat. Aber eben das Mitwirken des heiligen Josef eingefordert hat, um das Gute zu tun, um das Gute zu wirken. So ist es auch in unserer Zeit. So war es immer. Oder denken wir an den großen Bereich der Bioethik. Denken wir eben daran, dass es kaum christliche Ärzte gibt, die wirklich aus einer zutiefst katholischen Gesinnung, mit einer richtigen sittlichen Einstellung handeln. Auch hier sehen wir unzählige Folgen, schlimmste Folgen in der heutigen Zeit, wo Gott völlig aus dem Leben ausgeklammert ist. Der Katholik hat sich auch politisch zu engagieren, der Priester nicht, die Laien aber schon. Und sie sollen Sorge tragen, dass es wieder zu einer guten katholischen Politik kommt, wo das Naturrecht hochgeachtet wird und nicht nur geachtet, sondern auch streng befolgt wird. Auch hier gibt es selbstverständlich viel zu tun. Und Gott möchte das mitwirken. Das sind nur einige wenige Beispiele. Wir Katholiken dürfen nicht resignieren. Dann hätte der böse Feind gewonnen. Wir Katholiken, wir müssen uns aufmachen und dem Willen Gottes befolgen, dem Willen Gottes treu entsprechend handeln. Unser ganzes Leben eben immer dem Willen Gottes unterordnen. Nichts geschieht in der Welt ohne Gottes Anordnung oder Zulassung. Haben wir das vor Augen und schauen wir mit klaren Augen auf das, was Gott von uns möchte. Dazu ist es zunächst notwendig, dass wir das Feuer in uns wirklich entfachen durch das Gnadenleben. Das bedeutet, wir müssen Seelen des Gebetes sein. Wir müssen Seelen sein, die bereit sind zum Opfer. Wir sind Seelen, die aus der Kraft der Sakramente zu leben haben. Und der Mittelpunkt unseres christlichen Lebens, das ist das heilige Messopfer. Erst wenn wir das begriffen haben, dann wird das Feuer in unseren Seelen brennen können. Und erst dann werden wir so recht und gut und dem Willen Gottes entsprechend, trotz unserer Hinfälligkeit, trotz unserer Schwachheit, das Gute wirken für den lieben Gott, aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.